Ketzer Podcast, hallo? Buongiorno, hier spricht Papst Franziskus. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Ah, Pontifex in Eptus Maximus. Für Ihre dummen Anrufe brauchen wir bald eine Standleitung. Also dann, schießen Sie mal los. Ich wurde von der US-amerikanischen katholischen Organisation Outreach gefragt, was ich zu LGBT-Katholiken sage, die von der Kirche abgelehnt werden. Aha. Und? Was sagen Sie dazu? Ich wünsche mir, dass diese Menschen das nicht als Ablehnung der Kirche, sondern durch Menschen in der Kirche erkennen. Also lehnen die Kirche LGBT-Katholiken nicht ab? Die Kirche ist eine Mutter und ruft alle ihre Kinder zusammen, wie im Gleichnis der Gerechten und die Sünder, die Reichen und die Armen zum Festmahl geladen sind. Die Mutter, die ihre Kinder diskriminiert. Die von ihnen wahrgenommene Diskriminierung und Verletzung durch die Kirche gibt es gar nicht. Aber Sie haben doch erst im März 2021 die Ablehnung der Segnung von homosexuellen Partnerschaften durch die Glaubenskongregation gutgeheißen. Ja, schon, aber... Dass homosexuelle Handlungen biblisch schlimme Abirrungen sind und in sich nicht in Ordnung. Steht auch in der Bibel. Sie entsprengen nicht einer wahren affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Richtig. Sie seien in keinem Fall zu billigen. Also? Das ist also lehramtlich verbindlich, oder? Natürlich. Also lehnt die Kirche sehr wohl Homosexuelle ab. Und was soll das überhaupt heißen? Keine wahre affektive Ergänzungsbedürftigkeit. Wollen Sie diesen Menschen etwa vorschreiben, welche Gefühle sie haben dürfen? Ich bin der Papst. Sie greifen den Realitätssinn der Opfer an. Das ist psychische Gewalt. Das nennt man Gaslighting. Das Wichtigste, das man von Gott wissen muss, ist, dass dieser Vater ist und keines seiner Kinder verleugnet. Gottes Stil ist Nähe, Barmherzigkeit und Zärtlichkeit. Ob die Einwohner von Sodom und Gomorra da wohl zustimmen würden? Auf diesem Weg wird Gott gefunden. Im Übrigen sollten homo- oder transsexuelle Menschen, die sich für das Christentum interessieren, das Buch der Apostelgeschichte lesen. Dort werden sie das Bild der lebendigen Kirche finden. Ja! Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße Iska. Hallo Iska. Hi. Christian. Hallo Christian. Buongiorno. Victor. Hallo Victor. Ich bin's. Und den Heiligen Geist. Sag hallo. Ich hab dir gesagt, wenn der Christian auftaucht, sollst du dem Christian guten Tag sagen. Jetzt gehst du in dein Zimmer und Handyverbot. Bis morgen. So ein Teufel. Unsere Themen heute. Harald Lesch mit seinem Freund Thomas Schwarz. Hysterie ist auch keine Lösung. Und den Gott der Sendung. Lied oder so ähnlich. Der Dämon des Durchzugs. Sehr die Dämon. Rätselhaft. Die Dämon. Die Dämonin. Steht hier aber der Dämon. Der Mann. Dann ist es ein Rätsel. Dann ist es ein Rätsel. Rätsel ist tatsächlich mehrgeschlechtlich. Ja. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Victor, führ uns mal ein in das Thema. Auf katholisch.de wurde da tatsächlich darüber berichtet, dass Papst Franziskus hier Gaslighting betreibt. Das hat mich sehr gewundert, weil dass katholisch.de den Papst kritisiert, das ist schon eher selten. Ja, aber auch, dass da Gaslighting drinsteht, also der Artikel, der schreibt tatsächlich auf katholisch.de, dass der Papst Gaslighting betreibt. Und es gibt ein deutsches Wort dafür, ich habe es extra nachgeschaut, verrückt machen. Der will uns verrückt machen.
Denn Gaslighting bezieht sich auf irgendein Stück am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo irgendeine Frau von ihrem Mann in den Wahnsinn getrieben wird. Auch eine schöne deutsche Formulierung für Gaslighting. Muss alles Englisch sein heutzutage. Und dass der sozusagen, die auf katholische Idee jetzt wissen, und insbesondere Herr Neumann weiß, dass der Papst versucht, uns wahnsinnig zu treiben, ist schon ein starkes Stück. Viktor, das ist doch der Hauptpunkt bei dem Ding, dass er sagt, die Ablehnung, die der Kirche vorgeworfen wird, die existiert gar nicht, weil nicht die Kirche die Menschen ablehnt, sondern die Kirche schließt diese Menschen ein. Und das kann man auch begründen, also das kann ich auch gerne auch vortragen, wenn es erwünscht ist, ne? Und die Ablehnung und die Diskriminierung, die kommt eben von den Menschen und nicht von der Kirche und wird auch vom Papst verurteilt. Das ist doch der Kerngedanke, oder nicht? Ja, das behaupten sie gerne, aber da können wir uns nachher auch mal ein bisschen einlesen. Da habe ich ein paar Sachen rausgesucht, dass das doch sehr wohl die Kirche ist, die Homosexuelle ablehnt. Also erstmal natürlich dritte Buch Mose 18,22. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Greuel. Das ist natürlich das klassische Zitat, was da gerne genommen wird. Der Katechismus der katholischen Kirche. Dritter Teil, zweiter Abschnitt, zweites Kapitel, Artikel 6, Ziffer 2. Absatz 2357. Gestützt auf die Heilige Schrift, die sie als schlimme Abirrung bezeichnet, hat die kirchliche Überlieferung stets erklärt, dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Sie sind in keinem Fall zu billigen. Eine nicht geringe Anzahl von Männern und Frauen haben tief sitzende homosexuelle Tendenzen. Diese Neigung, die objektiv ungeordnet ist, stellt für die meisten von ihnen eine Prüfung dar. Ihnen ist mit Achtung, Mitgefühl und Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen. Auch diese Menschen sind berufen, in ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen und, wenn sie Christen sind, die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer Verfasstheit erwachsen können, mit dem Kreuzesopfer des Herrn zu vereinen. Homosexuelle Menschen sind zur Keuschheit gerufen. Ne? Also du darfst ruhig homosexuell sein, du darfst das nur nicht ausleben. Das ist das, was die in den Predigten auch zu vertreten haben. Und genau, also da wird auf jeden Fall Homosexualität auf jeden Fall nicht in irgendeiner Form gut geheißen und darf auch nicht. Und, es ist eigentlich sogar noch schlimmer, als wenn jemand ganz direkt sagt, wie scheiße er jemanden findet, weil er ein Problem mit irgendwelcher Homosexualität hat oder irgendwas. Es hat sowas, so eine Herabsetzung eigentlich durch dieses Bedauern. Ach du armer Mensch, dass du so mit deiner Homosexualität geschlagen bist. Also diese Sprüche mit, man muss ihm mit Mitleid und Takt und irgendwas begegnen. Also es gibt auch Länder, die sich auf die Bibel berufen und entsprechende Gesetze gegen Homosexuelle und ausgelebte Homosexualität haben. Also da sehe ich nichts von irgendeiner Form von Güte, sondern die Menschen werden wirklich zu Opfern gemacht. Aber wir sitzen doch zu Gericht über die Aussage, dass es nicht die Kirche ist, die die Leute diskriminiert, sondern allenfalls ein paar fehlgeleitete Menschen in der Kirche. Und dienen denn diese Zitate aus diesen Schriften dazu, dass wir ihm da Recht geben müssen? Also, Viktor, du hast es doch vorgelesen, um zu belegen, dass es tatsächlich die Kirche ist. Aber die Kirche sagt doch, das ist zwar alles fies und eklig, aber wenn die sich keusch verhalten, dann eben nicht. Und das können sie ja machen. Und dann ist ja alles in Ordnung. Durch diese Vorgabe wird ja quasi die innewohnende Sexualität erstmal bestätigt, dass sie existiert. Und dann werden die Leute gezwungen, sie nicht auszuleben, selbst wenn es einvernehmlicher Natur passiert. Homosexualität war schon immer ein guter Griff, um Leute sozusagen in dieses Schuld reinzukriegen. Da haben die früher auch viele Priester rekrutiert, die quasi mit dieser Schuld nicht leben wollten und dann besonders heilig werden wollten. Da habe ich Abschnitt 8 aus Persona Humana, das ist eine Erklärung der Glaubenskongregation von 1975. Und ich traue mich fast nicht, das vorzulesen, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass der YouTube-Algorithmus uns vielleicht wegen Volksverhetzung sperrt, weil der YouTube-Algorithmus vielleicht nicht merkt, dass das indirekte Rede ist. Ne? Da hat künstliche Intelligenz ja durchaus ein Problem mit. Das ist nicht wahr. Im Gegensatz
zur beständigen Lehre des kirchlichen Lehramtes und des sittlichen Empfindens des christlichen Volkes haben heute einige unter Berufung auf Beobachtungen psychologischer Natur damit begonnen, die homosexuellen Beziehungen gewisser Leute mit Nachsicht zu beurteilen, ja sie sogar völlig zu entschuldigen. Nach der objektiven sittlichen Ordnung sind die homosexuellen Beziehungen Handlungen, die ihrer wesentlichen und unerlässlichen Regelung beraubt sind. Sie werden in der Heiligen Schrift als schwere Verirrungen verurteilt und als die traurige Folge einer Zurückweisung Gottes dargestellt. Eventuell muss das aus der Sendung noch ausgestrichen werden. Aber es bleibt wahr. Ja, ich bin etwas positiv überrascht jetzt von diesem Ganzen. Die Zurückweisung Gottes und die Ablehnung von Gott, das ist auch etwas, was wir befürworten oder was wir für real halten. Ich finde das total witzig, dass einerseits sagen sie, deuten sie ja dadurch mehr oder weniger auch an, dass das natürliche Sachen hat, also ne, falsche Beispiele, du hast es falsch vorgelebt bekommen, komische Angewohnheiten, so ein Kram. Wie gesagt, das sind ja natürliche Sachen. Auf der anderen Seite argumentieren sie doch permanent mit, das widerspricht der Natur, während sie gleichzeitig sagen, es hat eine natürliche Ursache. Also die drehen sich das auch so ein bisschen so, wie sie es gerne brauchen. Und daran darf sich das nicht messen. Es geht einzig und allein darum, sind alle einvernehmlich damit einverstanden, wollen das alle Seiten, schadet das irgendwen? Und wenn es das einfach nicht tut und alle Leute damit glücklich sind, dann darf es keine Rolle spielen. Es ist eigentlich scheißegal, ob das natürlich ist oder nicht. Und letztendlich laufen sie ja auch dem Zeitgeist auch nur hinterher. Denn wenn wir jetzt quasi die aufgeklärteren Katholiken in Deutschland anschauen, dann haben die plötzlich kein Problem mehr mit Homosexualität, können sich sogar vorstellen, dass solche Ehen dann in der Kirche geschlossen werden. Aber der Zeitgeist der katholischen Kirche ist halt der Weltzeitgeist und da gibt es halt rückständige Regionen, wo Homosexuellen eben halt noch gemobbt werden und umgebracht werden. Das ist genau das Fehlen von Moral und Ethik, wenn man einfach immer nur das sagt, was alle sagen und wenn man jemanden gefunden hat, auf den man einklopfen kann, dann stellt man sich nicht davor und sagt, nee, nicht machen, sondern dann findet man immer Gründe, warum man in dem Moment wegschauen muss oder warum man mit denen dann sagt, ja, Gott hat das ja auch so gesagt. Und das ist genau das Fehlen von Moral und Ethik. Und was halt auch auffällt, ist bei diesem ganzen Papstgewäsch, was wir da hören, ist immer wieder das Kidnapping von familiären Rollen. Mal ist die Kirche die Mutti, mal ist der Papi. Dann wird dann einfach das sozusagen, dass die Autorität geklaut, weil Mutti und Papi muss man auch noch hören. Und das sind einfach diese billigen rhetorischen Tricks, mit denen man sagt, oh, ich bin ja ganz sanftmütig und so weiter. Aber Gott wird dich strafen. Gott kommt und holt euch. Das sind Abirrungen, Gott macht. Aber ihr seid willkommen, ne? Gott schickt euch in die Hölle. Oh, aber ich liebe euch, ich liebe den Sünder. Genau. So ist es immer so Engelchen und Teufelchen immer, so was die dann spielen. Letztendlich glaube ich, dass jemand, der wirklich diese Lehren überzeugt glaubt, selbst wenn er wirklich homosexuell nicht beleidigt oder aber alleine durch dieses Gedankengut wird er diesen Menschen niemals unvoreingenommen gegenübertreten. Weil wenn sein Gott diesen Menschen aufgrund der Auslebung seiner Bedürfnisse verurteilt, wie soll er dann denjenigen gegenüber positiv gegenübertreten? Weil du hast ja einen Sünder vor dir, der wissentlich, absichtlich die Sünde begeht. Ich verurteile dich nicht dafür, aber mein eingebildeter großer Bruder, der tut das. Ja, was meint ihr? Ist das Verhalten einer Mutter? Ruft die Kirche hier alle ihre Kinder zusammen, wie im Gleichnis die Gerechten und die Sünder, die Reichen und die Armen zum Festmahl geladen sind? Die Kirche sagt ja, alle sind Sünder. Und trotzdem sind alle willkommen. Und deswegen erfüllt die Kirche in dem Punkt nach ihrer eigenen Denkmethode diesen Anspruch. Sie ist für alle da und alle sind Sünder. Aber für die Kirche, das ergibt sich aus dem Römerbrief, ist Homosexualität eine Entgrenzung, eine dekadente Gesellschaft, die keine Grenzen mehr kennt, die sich einfach alles in den Schlund stopft, Männer, Frauen, Weintrauben, Datteln, alles, 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 alles,
Ne, deswegen kommt sie drauf, dass man es in den Griff kriegen könnte. Die Leute sollen sich zusammenreißen, dann dürfen sie auch wieder am Tisch des Herrn sitzen. Das funktioniert ja bei Kirchenfunktionären auch so gut. Ja, das sind ja auch alle Sünder. Also dieses Keusche, den anderen zu sagen, was sie zu tun haben sollen, sozusagen diese aus dem Fenster lehnen Nachbar-Attitüde der Kirche ist Grundprogramm und damit haben sie ihren größten Hits gemacht in der Spätantike, als sie der Antike dieses ganze hedonistische Sexualverhalten ausgetrieben haben mit überall anzüglichen Darstellungen in jedem Haushalt. Das hat man ja in Pompeji gefunden. Aber ich möchte noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, wo sie zeigt, dass die Kirche nicht versteht, was für Probleme Homosexuelle, Transsexuelle und so weiter haben. Und zwar indem sie so tut wie eine Mutter, wie ein Vater. Aber gerade für Leute, die merken, dass ihre Sexualität von der Norm abweicht oder sozusagen von dem, was die Norm empfunden wird, haben Schwierigkeiten in der eigenen Familie, in ihrem Freundeskreis, sich zu offenbaren und zu sagen, hier, Jungs, Mädels, ich bin nicht so wie ihr, ich bin irgendwie anders. Und sie haben Angst davor, dass den Eltern sie verstoßen, passiert sehr häufig, das ist dieses berühmte Coming Out, oder dass ihr Freunde nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ja, wenn du so einer bist, dann kann ich mit dir nicht mehr in die Dusche gehen oder so, das geht ja nicht mehr überhaupt, ne, weil du, wenn du dann so denkst und so weiter. Und dass diese Zurückweisung, die haben die Kirchen nicht verstanden, wenn sie sagt, oh, ich bin dir eine Mutter und so weiter. Aber wie ist das von der eigenen Mutter gesagt werden, ja, kriege ich keine Enkelkinder mehr jetzt von dir? Ne? Was ist da jetzt? Und oder was haben wir falsch gemacht? Oder wenn der Vater sagt, du wirst jetzt hier raus, es geht jetzt gar nicht hier, du Schwule, sonst was, ne? Und das sozusagen zeigt aber eklatant auf, dass die Kirche nicht verstanden hat, was wirklich die Probleme sind. Das Problem besteht im Miteinander, im sozialen Mitarbeiter von Menschen. Und wenn die sich mal getraut haben, eben da offen dazu zu stehen, was sie gerne machen würden oder was sie auch machen, dann ist es natürlich keine große Hilfe, wenn der Papst sagt, was ihr macht, ist eine Abirrung. Ihr lehnt Gott damit ab. Das ist eben überhaupt keine Hilfe. Und wir lieben den Sünder, aber nicht die Sünde. Ja, wollt ihr denn die Leute psychisch krank machen mit sowas? Und das ist etwas, was einfach, das muss aufhören. Man muss, Matthias zu zitieren, der große Matthias, der heilige Matthias hier in der Sendung. Katholisch ist peinlich. Wer da mit drin ist, der sollte austreten, sonst macht er sich mitschuldig. Ja, nämlich wollte ich noch sagen, dass die Kirche ja zwar einerseits sagt, okay, die sind hier willkommen, aber auf der anderen Seite verlangt sie ja, damit du dort hinkommen darfst und empfangen wirst und aufgenommen wirst, dafür verlangt sie, dass du diese Regeln zu befolgen hast. Und das ist etwas, was eine gute Mutter nicht tun würde. Ich meine, es gibt ja auch schlechte Mütter. Das ist ja hier bisher nicht ausgeschlossen worden. Vielleicht verhält sich die Kirche einfach wie eine schlechte Mutter. Aber genau, also eine liebende Mutter verhält sich so auf jeden Fall nicht gegenüber ihren Kindern. Aber ja, Homosexuelle können ja auch Sex mit Frauen haben, wenn sie verheiratet sind. Oh, das klingt so schwachsinnig. Da muss irgendwas ganz Tiefsinniges dahinter sein. Sehr hilfreich. Die Kirche hat irgendwann mal, oder ich meine, das ist ja nicht nur die Kirche, es sind ja Religionen allgemein, irgendwann mal wurde erkannt, dass du natürlich Menschen damit auch kontrollieren kannst. Und dann jetzt fängst du an mit Regeln und Grenzen und wer darf mit wem und wann und wie. Und indem sie einen winzigen Raum zum Bewegen haben und ihre eigentlichen Bedürfnisse, das eigentliche, was sie machen wollen und was ja niemandem wehtut, wenn alle Beteiligten Bock drauf haben, das wird ihnen aber als sündig und schlecht und schmutzig und falsch und irgendwie eingeredet. Und wenn du das halt von klein auf hörst, ne, die Leute wachsen dann ja auch so auf, dann ist das natürlich ein Widerspruch. Und dann hast du nur die Möglichkeit, du lebst so, wie es dir vorgegeben wird. Dann bist du auf Dauer, macht dich das irgendwann oft krank, es macht dich unglücklich. Oder du versuchst auszubrechen oder tust es, muss dann aber halt mit den Konsequenzen irgendwie leben. Und das kann halt heißen, dass du vor der Familie verstoßen wirst, dass du dich im Ort nicht mehr blicken lassen kannst und alles solche Geschichten. Das ist ein Kontrollmechanismus. Da stimme ich dir zu. Der Konflikt, der in diesem dummen Anruf rausgearbeitet wurde, war ja,
wer diskriminiert? Sind es die Kirchenmitglieder oder ist es die Kirche selber? Und Franziskus sagt, es sind, wenn, dann nur die Kirchenmitglieder, und zwar ein paar Einzelne, aber nicht die Kirche. Aber tatsächlich ist das doch so, dass es genau andersrum ist. Denn Iska, du hast zwar gerade aufgezählt, wie toxisch Diskriminierung auch in der Gemeinde und so weiter wirken kann. Aber heute ist es doch so, dass das eigentlich, sagen wir, in Deutschland bis auf so ein paar ganz hinterwäldlerische Leute alle kapiert haben. Auch mit der Ehe für alle, das hat doch den Sack zugemacht. Also sogar Leute, die das früher verfechtet haben, ne, und sagen, ja, also ich sehe das differenziert, Partnerschaft ja, Heirat nein oder sowas, ne? Die rudern doch alle zurück. Der Laschet, ne, der tut jetzt auch so, als wäre er immer dafür gewesen und alle anderen auch. Also das ist doch eigentlich, das hat sich doch so gewandelt, dass jetzt das Kirchenvolk bis auf so ein paar Verstrahlte eigentlich auf unserer Seite sind, es nur nicht so laut sagen können. Und bei katholisch.de, da sagen sie es schon laut und der Papst ist da immer mehr isoliert mit so ein paar Irren, die er um sich schart. Ja, ich habe neulich auf Facebook gelesen von einem, der berichtet hat, dass er mit seinem männlichen Partner auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs war. Und da, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube, das war irgendwie innerhalb von 30 Minuten viermal homofeindlich angegangen worden ist. Also quasi mehr als einmal alle 10 Minuten. Ich glaube, so einmal alle 8 Minuten im Schnitt. Ja, was denn? Was haben die denn da gemacht? Da homofeindlich beleidigt worden, also... Das finde ich schon erschreckend viel. Das gibt es häufig. Das ist nicht so selten, wie man es gerne hätte. Und das sind auch viele junge Menschen. Das sind nicht nur irgendwie hier 60 plus. Schwul war das häufigste Schimpfwort auf dem Gymnasium meiner Kinder. Und aber zu Jörn noch was. Der Papst ist nicht irgendwer. Na, nur der Papst sagt das hier. Der Papst ist der Alleinherrscher, Autokrat und Diktator. Und der sagt, was die Musik ist und der gibt das vor, auch wenn die auf katholisch.de so tun, als ob er nichts zu sagen hätte. Aber wenn der den Stöpsel zieht, dann ist der Schluss. Und der Papst ist doch nicht alleine, sondern der hat die ganze Weltkirche hinter sich. Das sind nur die komischen Deutschen, die so ein bisschen anders ticken. Geh mal nach Polen, schau mal, was die Katholiken dort machen. Ja, aber wir sprechen ja jetzt über Deutschland, weil sonst wäre das Thema ja uferlos. Ja, aber in Deutschland hat er eben auch zu sagen. Er ist auch der Chef von Deutschland. Letztlich, wir haben die Ehe für alle eingeführt, obwohl der Benedikt alles in die Bresche geworfen hat, was man irgendwie in die Bresche werfen konnte, mit persönlichem Anschreiben für die Abgeordneten und so weiter und so fort. Ne? Und trotzdem hat er es verloren. Vorläufig. Ja, ich glaube, die Macht hat er nicht mehr. Wenn er sie gehabt hätte, dann wäre es gar nicht zur Ehe für alle gekommen. Denn dort wurde ja wirklich alles versucht, um sie zu verhindern. Und ich kann mich gut an die an die Woche vor der Entscheidung erinnern, das ging ja ruckzuck, dass also niemand nach der Meinung der katholischen Kirche gefragt hat. Früher wäre in solchen Diskussionen oder allgemein Eherecht und Moral und so immer irgendwie noch ein Bischof oder sowas da gesessen in den Talkshows. Aber es hat sich kein Schwein für die Position der Kirchen interessiert. Aber mein Hauptpunkt ist eigentlich folgendes. Ich wollte noch kurz auf Viktor und Iska antworten, die ein Beispiel gebracht haben von einem homosexuellen Pärchen, das auf einem Weihnachtsmarkt öfters angegangen worden ist. Also ohne das jetzt in Frage zu stellen, will ich einfach mal dagegen stellen, wie das in einer Großstadt wie Frankfurt aussieht. Und zwar hier in Frankfurt ist dieses ganze Thema eigentlich komplett unsichtbar. Das hat nichts zu tun mit Toleranz und so, sondern das Thema gibt es einfach nicht mehr. Es gibt zum Beispiel nicht, dass sich jemand vor dich hinsetzt und sagt, du, ich muss dir mal kurz was sagen und so weiter, sondern das heißt dann irgendwie, hier, das sind meine Urlaubsfotos, ah, hier übrigens, das ist der Helmut und so weiter, ne, wir sind zusammen oder... Ja, ich komme da mit meinem Mann und so, ne? Und das ist einfach, das erklärt keiner mehr, das ist vorbei, das Thema. Und speziell bei den Weihnachtsmärkten, weil da dieses Beispiel genannt wurde. Hier in Frankfurt gibt es seit einiger Zeit einen schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt. Und der ist in unmittelbarer Nähe zum normal christlichen, säkularen, was weiß ich was, Weihnachtsmarkt. Und der wurde immer größer, größer, größer. Und dann sind diese beiden so ineinander gewachsen.
Und letztlich ist es auch logisch, weil auch dieser schwul-lesbische Weihnachtsmarkt, da ist ja auch nichts anderes, als dass da halt irgendwelche Plunder verkauft wird und man trinkt einen Glühwein und so weiter. Es ist also von außen überhaupt nicht zu unterscheiden. Und die sind jetzt also ineinander gewachsen. Dasselbe in München, da gibt es auch einen schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt. Das weiß ich, weil mein Bruder so zur Hälfte in München wohnt. Und der geht mit seiner Freundin auch lieber auf den schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt, weil das ist irgendwie eine schöne Atmosphäre und man wird da nicht irgendwie mit katholischen Engeln und Gesängen da irgendwie belästigt und so weiter. Ne? Und so kann man sehen, dass das Thema sich in Luft auflöst. Ich widerspreche jetzt nicht der Darstellung von Iska und Viktor. Ich will das nur mal als einen zweiten Datenpunkt daneben stellen, wie das also in Großstädten schon läuft. Das strahlt ja auch aus, dann Stück für Stück auf andere Bereiche. Und mitgenommen werden dabei auch die Katholiken. Denn wenn die ganze Büroklicke da irgendwie auf den Weihnachtsmarkt geht und so, und dann schlendert man halt auch irgendwie, vielleicht auch ohne es geplant zu haben, da auf den schwul-lesbischen Teil oder was weiß ich, ne? Oder man hat sowieso zwei schwule Kollegen und zwei Lesben und dabei und so weiter, ne? Dann hat der Katholik einfach gar keine Chance. Der will ja auch irgendwie in Frieden leben, der wird da einfach mitgenommen. Und insofern ist es ganz deutlich, dass es eben nicht die normalen katholischen Bürger sind, die diese Diskriminierung weiter verlängern wollen, sondern das sind meistens Mitläufer in die eine wie die andere Richtung. Und tatsächlich die Diskriminierung selber, die kommt von den Kirchen. Das ist ganz eindeutig. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed. Teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.